Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und hoffe, dass ihr natürlich ein geiles Wochenende haben werdet. Angefangen mit diesem Mordekaiser-Gameplay. Denn ja, ab dem nächsten Patch, beziehungsweise der nächsten Woche, der nächsten Dienstag, Mittwoch, ich weiß gar nicht, wann der Patch kommt, das ändert sich ja irgendwie wöchentlich aktuell, wird es diesen Mordekaiser nicht mehr geben. Das heißt, mit diesem Forgotten Champions, ja, ihr wollt es mal wieder haben, es ist gleichzeitig quasi der Abschied an diesen Mordekaiser. Den werden wir wahrscheinlich nie wieder sehen, außer es wird so wie mit dem Teemo-Rework, was einfach niemals kommen wird. Aber ja, er ist aktuell nicht gespielt und er wird wahrscheinlich dann komplett von uns gehen, Leute. Ja, es ist, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm ist, wenn wir jetzt ehrlich sind. Also, es haben schon einige gesagt, ja, Mordekaiser, voll der gute Champ, warum muss man den reworken und dies, das. Wir geben den Ganzen jetzt einfach mal auf den Grund. Ich habe da Carvis mit, ein bisschen dies, bisschen das, ganz viel Heal auf jeden Fall. Wir gehen der ganzen Sache auf den Grund, schauen, ja, wie ist denn Mordekaiser so, was kann er nicht. Und ich meine, es gibt ja ganz klar einen Grund, warum ihn niemand spielt, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, dass er gereworked wird, denn Mordekaiser ist aktuell, ja, ich meine, so in dieser Laning Phase zum Beispiel, wir haben jetzt einen Nahkämpfer als Gegner, das heißt, wir haben hier noch das ein oder andere, was wir machen können, aber grundsätzlich ist er doch eher so ein Champion, ja, wir können E machen, E und W, und aber es ist alles irgendwie nicht so geil, wenn wir ehrlich sind, also wir haben keinen einzigen Skillshot, das hier ist ja wohl kein Skillshot, weil es einfach, das kannst du ja gar nicht verfehlen, drückst E und triffst, stirbst so gut wie, überleben wir das, hat der Ignite, ja, Teleport, okay, sehr gut. Ne, du machst dann noch irgendwo deine W so ein bisschen und das Gameplay von diesem Champion. Es muss ja nicht jeder Champion mal Krieger spannend sein, sind wir ehrlich. Aber. Bitte, okay, er geht nicht auf mich. Aber was man mit diesem Champion so macht, das ist im Prinzip überhaupt nichts, ne? Hier ein bisschen mit der Keule draufkloppen. Ich muss sagen, dieser Skin sieht noch halbwegs cool aus, ne? Ich hatte gerade nochmal einen anderen angeguckt und. Oh mein Gott, ne? Diese alten Mordekaiser-Models, die sehen halt richtig katastrophal aus. So, da haben wir ein Udyr. Mein Plan auf jeden Fall für dieses Game, und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, nur weil ich Mordekaiser vom Kit her nicht so geil finde, heißt es nicht, dass man mit ihm nicht gewinnen kann. Aber mit Mordekaiser kannst du auch Leute wegböllern, das geht absolut klar. Und du kannst auch Games damit gewinnen. Aber ich glaube, mit Mordekaiser Kills zu machen, ist nur möglich, je dümmer der Gegner ist. Je dümmer der Gegner ist, umso einfacher machst du Kills. Das heißt, du hast jetzt, ich habe keine Möglichkeit, diesen Echo zu töten durch Outplays. Ich habe null Möglichkeiten. Nur wenn er dumm ist und mit mir fightet oder richtig schlechte Trades eingeht, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Spieler hier zu töten. Ne, anders, seht ihr, er läuft einfach weg, er spellt sich auf ihn aus und jetzt will er wiederkommen, ne? Und ich finde, alleine sowas ist schon sehr, sehr schwierig. Natürlich, klar, ne, es gibt Champions, die einfach so sind. Du kannst nicht immer alles einfach umbringen und killen, aber ist es dann nicht auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ne? Ich meine, nicht jeder Champion sollte 20 Dashes, Slows und CC haben, ne? Davon gibt es mittlerweile eh schon viel zu viele. Aber dieses Gameplay ist halt very, very intense. Er macht mir zum Glück keinen Damage. Ich habe auch Doppel-Magieresistenz mal vorbildlicherweise mitgenommen. Jetzt nicht zwingend, weil ich gesagt habe, hey, Echo, ne, heftiger Champion, müssen wir Counter-Picken oder Counter, How-to-Counter-Echo-mäßig, sondern Full-AP, Full-AP. Und auch eigentlich relativ AP-lastig. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele AP-Champs. Wir machen mal hier einen Warten. Das kann nämlich sein, dass der Udi mir gleich in den Rücken fällt. Na, das ist nie so richtig geil. Ich weiß auch nicht ganz, wie meine Ultimate gegen Echo funktionieren wird. Wenn ich ihn ulte und er dann ultet, hat er die Ultimate noch im Kopf? Ja, oder? Oder geht es weg? Ich weiß es gar nicht. Okay, da kommt der Teleport. Wir sollten jetzt shoppen gehen, weil er hat natürlich jetzt eingekauft. Wir haben keine Items, ja. Wir haben sogar, ja, CS ist fein. Er hat jetzt zwei Bücher, und wenn ich jetzt bleibe, habe ich natürlich nur Müll. Ja, itemstechnisch würde ich sagen, gehen wir, genau weil wir die Probleme haben, die wir haben, na, wir kommen nirgendwo ran, können nichts machen, wir brauchen unbedingt einen Slow, gehen wir Gunblade, ja. Das ist der Plan. Natürlich kann man auch Schwächen eines Champion-Kits so ein bisschen durch Items ausgleichen, ne, das geht. Ja, aber dass man halt zwingend sowas braucht und bis dahin haben wir halt überhaupt nichts, ne. Leute, hier der Ego, der kommt jetzt zur Top-Lane. So, gemaxt wird auf jeden Fall mal die W. Na, dadurch könnt ihr euch nämlich heilen. Das ist ziemlich ordentlich, muss man sagen. Ein Infernal Drake ist auch da. Ja, und mein Plan wäre schon, ordentlich auf Böllerei zu gehen. Na, da würde ich mich schon sehen. Ich denke, wir können mit Echo gleich traden. Sollten, müssen wir auf irgendwas achten? Ich glaube nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht überschätzen, denn Mordekaiser braucht so ein bisschen Zeit. Er braucht so ein paar Items, braucht dies, braucht das, bis er richtig rasiert. Bis dahin ist er eher noch so ein bisschen, ja, clunky, schwach, und vor allem sind wir übelst gankbar. Also übelst gankbar. Und wir müssen jetzt, genau das, guck mal, ne, wir müssen jetzt hoffen, dass er mit uns tradet. Weil anders geht's nicht.
Ne? Er muss mit uns traden, damit wir an ihn rankommen. Ansonsten, ich meine, wir müssen ehrlich sein. Ich muss nicht zwingend mit ihm traden, weil ich würde sagen, Mordekaiser scaled Geld schon ganz gut ins Game. Und im Late Game können wir ihn auch einfach, wir können ja einfach outscalen. Das würde auch gehen, so. Ne? Das ist jetzt kein Stress. Auto-Attack Q, E und hinterherlaufen. Ne? Das ist, ne, ich will es einfach nur highlighten, wie das Gameplay mit Mordekaiser ist. Ne? Das ist, schwierig. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich hatte auch immer mal wieder sehr, sehr viel Spaß an Mordekaiser. Vor allem, bevor Mordekaiser gereworked wurde, hatte ich mal den ganz alten Mordekaiser gespielt. Das hat richtig gebraucht. Und den können wir töten, Leute. Ultimate drauf. Oh, ich glaube, das reicht nicht, oder? Reicht das? Er muss ulten, er muss ulten, er muss ulten, er muss. Oh, er überlebt das. Scheiße. Okay, ich könnte. Oh lol, was ist das denn hier? Flash eine Bären oder was? Ich könnte einen Flash eh machen. Das... What? Der war noch gedottet? Oder hat ein Minion den gekillt? What? Oh, guck mal, er wird von Echo gekillt, das ist auch schön. Ja, what? Das heißt, wir können jetzt richtig gut den Tau hier pushen, oder? Sehe ich das verkehrt? Wir geben ihm mal hier das Ding. Okay, nee, er darf nicht sterben. Echo, komm mit. Echo, komm mit. Echo, komm mit. Sehr schön. Sehr, 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 sehr. Das sehe ich, Leute. Ihr könnt ja gerne schreiben, wie der gestorben ist. Oder war der Dot noch drauf? Es kann sein, der ist sehr, sehr lang, der Dot. Ne? Das ist bisher der längste Dot im Spiel. 10 Sekunden, glaube ich. Ich weiß es nicht, steht gar nicht dran. Achso, weil ich ihn jetzt aktuell habe, deswegen steht es nicht dran. So, komm, ein Plate geht noch. Very geil. Problem ist, wir haben jetzt ein bisschen lange gepusht. Das heißt, Echo kommt jetzt gleich wieder. Jupp. Wenn ich jetzt shoppen gehe, macht der mir vielleicht eine Platte kaputt. Aber, ja. Na, wenn ich zwei Platten kriege, dann gebe ich ihm auch eine Platte zurück. Da bin ich nicht so. So. Wir gehen mal einfach, wir gehen mal hier den Mordekaiser Speedbuild, denn wir brauchen natürlich auch ein bisschen Schuhe. Ja, damit wir mal an den Gegner rankommen. Und jetzt kaufen wir Cutlass, ne? Gunblade into Leandius into... Mal gucken, wie wir das machen. Ne? Guck mal, er gönnt sich nicht mal eine Platte. Sehr gut. Was er natürlich jetzt macht, ist, er geht Botlane, weil das ist das Einzige, was er machen kann. Ne, Toplane kann er nicht. Okay, da kommt ein Teleport. Das ist aber Shyvana. Toplane, Shyvana. Boah, weiß ich nicht. Also, das möchte ich... Es gibt so Leute, ne? Die sind OTP und die spielen sowas ganz Spezielles, ne? Es gibt da so einen Cardassman auf Twitch auch, der spielt... Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber der spielt mit Ghost... Teleport oder sowas. Und dann gibt es Leute, die spielen mit Teleport Ignite. Leute, das ist Quatsch. Meistens. Also. Shyvana hat sowieso schon nichts, um an den Gegner ranzukommen. Bei Shaco zum Beispiel ist das okay. Shaco hat Blinks. Er braucht nicht unbedingt Flash, aber er braucht Damage. Für Kills. Dafür ist Ignite geil. Aber Shyvana hat nicht mal was, um an den Gegner ranzukommen. Ja, hier, wir. Okay, jetzt. Ja, ja, komm. Ja, komm. Ja. Ja, komm. Ja, genau. Den habe ich jetzt kaputt. Ihr seid ja lustig. Ne, was? Ja, komm. Also von 5 Leute. Und er macht ein Fragezeichen. Ja, komm. Herrlich. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dieses Fragezeichen werten soll. Ich meine, ich wurde nicht ansatzweise outplayed oder er hat nicht heftig gespielt. Also, oh, herrlich, herrlich. Oh. Alle hassen Mordekaiser, Leute. Alle hassen Mordekaiser, kann man somit sagen. Ist nicht mal Clickbait. Alle hassen Mordekaiser. Es ist einfach so. Man muss aber auch sagen, es ist unglaublich scheiße, gegen Mordekaiser zu spielen mit einigen Champions. Ja? Zum Beispiel mit Assassin, Piss oder Talon. Gegen Morde zu spielen, zackt richtig hart, aber... Weil du ihn nicht töten kannst. Ne? Das hat nicht damit was zu tun, dass er heftig ist oder so. Also, klar ist das schon irgendwie, weil du ihn nicht tot kriegst, aber... Ne? Herrlich. Ja gut, ich sehe mich auf einer Platte, Leute. Auf einer Platte, da sehe ich mich. Ja, aber das war natürlich auch wieder einer der Punkte. Mobility. Mobility hat er halt auch überhaupt nicht. Wenn du gechased wirst, ne, und ich habe sogar noch Flash benutzt, dann bist du halt over, ne? Ich möchte aber trotzdem nochmal erwähnen, nicht jeder Champion muss über Sonic Dashes und alles verfolgen. Aber jetzt zum Beispiel, Leute, wir haben jetzt ein Problem. Wir werden jetzt laufen und das ist alles, was wir tun. Und wir müssen beten. Pray to God, dass wir einfach... Und jetzt können wir nochmal heilen kurz. Zack. Ja, der Heal ist nett. Also, meine Schuhe, das fühlt sich halt einfach clunky an. Jetzt gehen wir shoppen. Kacke, ey. Es ist einfach clunky as hell. So. Zweimal Schwert gekauft. Zweimal Schwert gekauft, zweimal Schwert gekauft. Da-da-di. Ist halt die Frage, ab wann man sagen muss, man muss einen Champion reworken. Nur weil ihn jemand spielt. Ist das ein Grund, einen Champion zu reworken? Den spielt niemand? Ich meine, dass den Champion niemand spielt, hat ja dann auch einen Grund. Ne? Er ist halt sehr... Oh, schade.
Schade, wir werden jetzt leider sterben. Aber wir müssen das Positive anerkennen. Wir können uns jetzt hier eine Platte gönnen, Leute. Naja, man muss immer das Positive an dem Ganzen sehen. Ja, wir schreddern hier so ein bisschen durch. Da-da-di-da-di-da-du. Zack. Jetzt geht's los. Chivana. Ich meine, wie will die denn den Gegner rankommen? Wie? Also, ja, okay, sie hat ihre Ultimate. Und ich glaube, ich habe Chivana, wenn ich ehrlich bin, auch immer mit Exhaust gespielt. Exhaust Smite, also auch ohne Flash. Wenn ich das fällt mir gerade mal ein. Aber da war es auch im Jungle. Da ist noch ein bisschen was anderes, oder? Wenn man vor Top gegankt wird. So, ihr seht, der Typ macht überhaupt keinen Schaden. Interessiert mich überhaupt nicht, was er hier macht. Ja, das ist so langsam das Scaling von Mordekaiser. Das heißt, wenn er uns tradet, hauen wir ihm einfach komplett auf den Sack. Ich würde gerne, dass er mit mir tradet, aber er, und das ist, was ich meinte, er muss den Fehler machen und zu sagen, ich trade jetzt mit Tobi. Weil ich kann nicht mit ihm traden, es geht nicht, weil er einfach wegläuft. Ne? Ich muss Opfer suchen, mit denen ich traden kann. Das ist die einzige, ist der jetzt hier noch weiter am Chasen oder nicht? Weil dann hau ich dem auf den Sack, hier, guten Tag. Ne, auch er. Ne, ich bin einfach nur der Läufer. Ich bin Ude 2.3. Du lässt... Du bleibst verdammt nochmal von meiner Platte weg, Bruder. Geh fort. Geh fort. Gehen Sie bitte fort. Ja, komm, engage mich. Ja, ich nehme sogar mit, damit er Gefühle hat hier. Damit er Bock hat, mich zu fighten. Sehr schön. Ne, sehr, 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 sehr schön. Na gut. Ja, jetzt hat er Bock, ist klar. Ne? Da haut er direkt alles raus. Hier nochmal eine E, zack. Hier nochmal ein Auto-Tag. Ja, jetzt hat er Bock, aber ich hab noch keine W. Aber jetzt hat er definitiv Bock. Ja, aber ja, er läuft einfach weg. Komm, drück Ult. Ja, man sieht, es ist eklig gegen Morde, weil wir einfach heilen, weil wir nicht sterben, weil wir nervig sind, weil wir abpacken, aber wir sind quasi ein Panzer ohne Kanonenrohr, sondern vorne so eine Schaufel dran oder so. Wenn jemand an den Panzer ranfährt, dann schaufeln wir den Gegner weg. Aber nur dann. Oh, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Er muss ulten, Leute. Er muss ulten. Ich sag, das reicht. Er muss ulten. Er muss. Fuck you. Bitte. Ich hoffe, vielleicht passiert... Déjà-vu. Ich hab ein Déjà-vu. Ah, das ist natürlich unlucky. Das ist ja auch nie ult drückt, der Noob, Alter. Da hätte er auch... Er hätte auch hinten locker ult drücken können, oder nicht? Aber ich nehme die Platte gerne entgegen. Ich bin ja nicht umsonst Platte-Taker. Platte-Taker, Platte-Taker. Ja, komm her. Würde ich annehmen? Komm, fighten wir das? Komm, ich brauch den Stack. Komm, Echo, hol mir den Stack. Hol ihn mir. Geil, dankeschön. Schön. Schön, schön, schön. Auto-Tech. Das ist Auto-Tech. Das ist Auto-Tech. Jetzt. Sag mal, wo bin ich denn hier im Laufhaus oder was? Da müssen wir jetzt erstmal was schreiben. Ja, ja, sag mal. Alle hassen mich. Ich sag's euch, Leute. Everybody is hating me. Was soll ich tun? Hier kommt halt einer nach dem anderen. So läuft das nicht im Lauf. Also ich weiß nicht, wie es im Laufhaus so läuft. Ehrlich gesagt, da bin ich raus. Aber ich glaube nicht, dass es so... Also ja doch, eigentlich kommt da einer nach dem anderen. Also wortwörtlich gesehen sogar. Ja gut. Ich würde sagen... Aber so ein bisschen Ruhezeiten sind doch bestimmt auch dabei, oder? So ein bisschen so Refresh und so. Ich denk mal. So. Wir haben bald Gunblade. Ab Gunblade wird's lustig. Wir gehen mal hier hin. Ich habe Cutlass, Leute. Das heißt, wir können slawnen. Ich würde gerne Stack haben. Nevermind. Oh, ich kann ja Drakes manipulieren, fällt mir gerade ein. Ne? Das kommt von Morde ja komplett weg, aber sind wir ehrlich? Braucht Morde das? Braucht Morde das? Fragezeichen. Braucht er das wirklich? Das ist doch ein Ocean Drake. Ein toter Ocean Drake. Fußruder. Gehen. Zack. Dann gönnen wir uns den Tower hier. Can I take alone, please? Nee. Nee, er tut jetzt so... Er will, dass ich Fred, dass ich jetzt Fred auf den Tower schicke. Nein. Fred ist nicht dein Werkzeug. Geh weg. Das ist mein Turm. Fred und ich gehen jetzt jungeln. Fred, komm. Ja, komm. Mach Biss oder Feuerball. Na, und Red Buff. Mag Fred auch gerne. Die ist er am liebsten. Oh, geht der jetzt weg? So früh schon? Fred? Ja, gut. Ne, da müssen wir noch ein bisschen dran üben. Er ist mir entlaufen. Schade. Na gut. Na, Red Buff auf Mordekaiser ist richtig broken. Oh, wir haben Gunblade fertig, Leute. Sehr, sehr geil. Sollen wir ihn shoppen? Wir machen eben. Wir nehmen die Wave mit und dann gehen wir shoppen. Würde ich sagen. So. Na, schön. Echo fehlt schon wieder, der. Aber ich.
Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr AD Carry seid, ja? Ich glaube, der Sound ist zu laut. Ich hoffe nicht. Wenn ihr AD Carry seid, Leute, dann geht nicht das hier machen, sondern geht in die Mitte und nimmt diesen scheiß Turm. Ich meine, okay, den hätten wir schon längst haben können, aber er steht halt nun mal da. Und was nämlich passieren wird, ist, ihr pusht hier, ihr werdet von 3-4 Leuten gekillt, gebt euren Lead weg, euer 5-1, seid auf einmal nur auf 5-5 und flamet alle, warum euer Team nichts macht, obwohl ihr halt im gegnerischen Territorium in Russland am Fighten seid. Also, sorry, not sorry. So, wir haben Gunblade, Leute, da habe ich jetzt Bock. Aber auch jetzt, wo ich bin jetzt very strong, Leute. Der hat nur Trödelzeugs im Inventar, Trödeltrupp-Material. Ich bin komplett stark. Ich kann alles von ihm tanken, ist mir scheißegal. Ich bin gigastrong, aber selbst jetzt kann ich ihn nur töten, wenn er dumm ist. So. Ich kann nichts gegen ihn. Ich könnte ihn diven. Das geht aber auch in Richtung. Ja, okay, das ist perfekt. Das sehe ich. So, alles drauf auf den Boy. Ich habe leider keine W. Das ist. Ja, komm. Vielleicht stimmt er noch. Ich glaube aber nicht. Ja, okay, das ist. Das ist aber übrigens eine der größten Schwächen von Mordekai. Der ist gankbar und CC-bar. Ich hatte aber auch. Ich glaube, mit W hätte ich das geschafft, Leute. Ich schwöre. Mit W hätte ich das geschafft. Hatte ich aber leider nicht. Gerade raus. Ripp. Hier geht's ordentlich los. Ja. Kayle, die böllert ordentlich durch. Ne, Kayle zum Beispiel. Nehmen wir Kayle als Vergleichschampion. Kayle hat auch kein. Naja, sie hat, glaube ich, jetzt ein bisschen CC bekommen, aber sie ist so ähnlich. Das heißt, okay, ich meine, sie hat Fernkampf, ne? Also sie hat auch das Problem, dass Gegner rein theoretisch, zumindest die alte Kayle, die Gegner konnten einfach weggehen, ne? So ein bisschen. Ja, wobei auch nicht ganz, ne? Sie hat halt Slow, sie kann den Gegner wenigstens ein bisschen verlangsamen, ne? Sie kann den Gegner ein bisschen verlangsamen, kommt besser ran. Vielleicht fresse ich mich auch zu sehr in diesem Punkt auf, das kann sein, Leute. Maybe it's baby, ich weiß nicht. Aber es ist halt Hashtag ungeil. So, was machen wir? Zwei Türme in der Mitte sind weg. Can I blue? Also, meint ihr, ich frag mal, Leute. Ich habe gerade sein Red genommen. Can I blue? Also sein Red, den hätte ich nicht nehmen sollen eigentlich. Aber ich frag einfach mal. Und entweder er sagt jetzt ja und dann werde ich liebe Worte sagen oder er nimmt ihn einfach. Oh, er wollte mir, glaube ich, sogar helfen. Very thanks, Sir Green Man. Very thanks. Zack, wir haben Blue Buff, das ist ziemlich gut. Jetzt frage ich mich, warum muss Blue Buff? Das ist very cool, weil wir dadurch weniger Cooldowns haben. Habe ich Cooldown gesagt? Blue Buff. Ja, klar, wir haben weniger Cooldowns auf den Spells. Das ist ziemlich nice. So, was machen wir jetzt, Leute? Wir haben Gunblade, wir haben Damage, wir haben Ultimate, wir brauchen Ignite, das ist noch wichtig. Der Läufer, aber der läuft halt einfach weg, ne? Wir gehen trotzdem mal den Tower und verteidigen. Vielleicht. Nee, also den können wir nicht getten. Der läuft halt einfach weg. Vielleicht hat der Bock, mich zu traden. Ich glaube, das Beste, was man mit Mordekai machen kann, ist fragen, ob der Gegner traden möchte. Udyr, do you want to trade with me? Just a kind request. Also, wir fragen einfach mal nach. Ich glaube, wir packen erstmal Punkte ins Q rein, das böllert, glaube ich. Könnte böllern, potenziell das Böllermaterial. Es kommt gleich, jetzt bringt er gleich seine Gang wieder mit. Sein Gang-Squad. Dann sind wieder 12 Leute hier, ich sehe das schon kommen. Ja, weil ich pushe jetzt auch sehr aggressiv, aber ich will diese Not Yet, sagt er. Okay. Sir, run a lot. Run a lot. I respect that. So. Leandes würde ich gerne kaufen. Oh, hier ist wieder ein Dragon, den würde ich mitnehmen. Das hier ist Tom. Tom der Drache. Tom! Tom! Ich muss nur eine E drauf, Mann. Tom! Oh nice, die lassen mir das sogar. Very! Okay, was machen wir mit Tom? Botlane pushen? Ja, ich würde sagen, gehen wir mal Botlane pushen. Die Chance, warum ich jetzt Botlane gehe. In der Mitte sind auf jeden Fall 120 Leute, wo gerade ich an niemand rankommen werde. Auf der Bot ist die Chance, dass Gegner das verteidigen wollen alleine. Ja, wenn mein Team gut ist, halten die hier so viel, dass nur einer kommen kann. Hier zum Beispiel. Ja, komm her. Ja, lol. Ist er komplett behindert oder was? Nicht, dass ich... Wieso kann ich meine Ult nicht... Ah, ich hab ja... Ach, scheiße. Ich hätte ihn jetzt schon gegettet, aber meine Ult ist ja... Oh, hier, noch ein Drache. Cool. Kann ich den nehmen? Tom? Nee, Tom ist besser als der Drache hier. Kann ich mal meine Ult bekommen? Ja, das ist ja richtig scheiße. Ich hab meine Ult nicht. Also, ich hab halt nur Tom. Ich würde ihn aber auch gerne. Ich könnte flashen, aber. Slot ist auf dem Rückweg auch? Nee. Kommst du bitte her? Meint ihr, er muss umdrehen.
Ich nehme extra alles mit, dass er Bock hat. Ja, perfekt. Ich hab gleich Gun, ja. Ich hab gleich Gunblade. Gunblade. Brrr. Das könnte reichen. Das reicht. So, sehr gut. Das ist Mr. Walkalot. Ja, keine Ahnung. Wir haben mittlerweile 7 Dark House Checks, das geht. Wen haben wir denn jetzt? Ach, wir haben jetzt den, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jungeln, oder? Na, wenn ich schon Hilfe habe, kommst du bitte, ja? Ja, dann gehen wir mal in den Jungle. Ich stehe zwar 2 zu 1, Leute, aber ich bin gigastrong, ich sag's euch. Das sieht zwar nicht danach aus, aber ich bin gigastrong. Also wirklich. Ja, ich meine, die Gegner rennen ja auch alle von mir weg. Und das musst du bei Mordekaiser halt auch machen. Wer mit Mordekaiser tradet, ist dumm. Und deswegen ist das Fazit... Mordekaiser scaled exponentiell mit der Dummheit der Gegner. Mit der Dummigkeit. Je dümmer der Gegner, umso besser der Morde. Kann man ganz einfach so sagen. Klar, irgendwann musst du dem Terror ins Gesicht blicken und den traden, spätestens im Teamfight. Aber selbst da könntest du ihn CC'en oder fokussen, ne? Weil meistens hat Morde nicht... Also es kommt drauf an, wie er hart gefokust wird, aber er ist meistens nicht mit Stundenglas oder sowas unterwegs. Also es kommt drauf an aufs Game. Man kann schon da schon gehen, ne? So ist nicht. So, ich würde sagen, wir brauchen Leandis in One. 2-2-50er. Ja, dann gehen wir nochmal nach hier oben. Der Drache kann ja eh überhaupt nichts, ne? Shyvana Top-Lane, ja, ja. Shyvana, jetzt haben wir leider keine... Also die W macht zwar kein Damage, aber... Also kein permanenten Damage, aber man kann es trotzdem auslösen für Damage. So, wahrscheinlich kommt gleich der Gang-Squad wieder, aber wir nehmen das jetzt fix mit, dann sind wir raus. Oder sollen wir Shyvana aufs Maul hauen? Ich hätte schon Bock, muss ich sagen. Lust hätte ich. Aber die will mich... Ja, wobei, die weiß... Die hat mich noch nicht getradet. Die hat, weiß noch gar nicht, was ich kann, oder? Shyvana... Wanna trade? Trade. Wanna trade. Vielleicht will sie. Yes or no? Ich meine, da merkt man einfach, wie toxic die Community in League of Legends ist, weißt du? Du fragst nett nach. Du fragst einfach, hey, habt ihr Lust zu traden? Wollt ihr dies, wollt ihr das? Hey, Bock, ein bisschen chillen, ne? Ein bisschen Netflix and Kill oder so. Nichts. Nichts. Entweder es kommt nicht mal eine Antwort zurück oder die Leute verneinen einfach. Was ist das für ein Spiel, wenn die Community einfach so richtig toxic ist? Richtige toxic Community hier. Geht überhaupt nicht. So. Gut, was können wir machen, Leute? Wir haben jetzt Leandis. Das heißt, wenn jemand auf 30% droppt und ich alles auf ihn draufböller, ist er einfach tot. Brand! Guck mal, Brand zum Beispiel, der hat noch keinen Respekt vor mir, ne? Leute, die halt nie mit gegen Mordekaiser spielen, weil die niemand spielt, die wissen nicht, was er kann. Und deswegen denken die, ja, Mordekaiser und Ezreal, die haben den Terror noch nicht im Auge geblickt. Die werden mich irgendwann traden und dann werde ich die umballern. Aber der Rest von denen ist halt schon giga scared. Ignite Ultimate. Reicht das, um hier so ein Brand zu töten? Ja. Das könnte reichen, Leute. Ignite Ultimate. Zack, das reicht. Ja, wir können mal gucken, wie viel Damage wir bekommen. Okay, Leute, ich bin tot. Er hat geheilt, scheiße. Ja, okay, ja, ich gebe zu, das war dumm. Sind wir ehrlich? Das kann man jetzt nicht dem Kid, also kann man schon dem Kid in die Schuhe schieben, aber es war auch einfach dumm. Naja, es hat schon einen gewissen Dummy-Faktor gehabt. Problem ist, dass jetzt hier ein Infernal kommt und ich tot bin. Aber nur ich bin tot? Wirklich? Nur ich? So, Items, Leute. Wir brauchen jetzt Rylaes, denn no Rylaes, no Party. So ist das Sprichwort. Da. Zack. Mal kurz hier den Sound ein bisschen fixen, das ist mir doch ein bisschen so. Infernal Drang, der zweite. Das Problem ist, dass ich keine AP habe, deswegen scaled es nicht so geil. 2-2-2 ist das Keilerei. Sehr gut. So, was können wir machen? Wir können halt farmen. Wir sind eigentlich davon abhängig, dass Zack einen geilen Engagement. Also ich, wir, der Mordekaiser-Spieler. Zack muss einen geilen CC machen, damit wir... Die Q zu maxen macht überhaupt gar keinen Sinn. Wie oft habe ich die Q auf den Gegner gebracht bisher, Leute? Wie oft? Nobody knows. Also ich hätte doch die E durchmaxen sollen. Na? 3, 3, 3. Ist das Geilerei. Ja, okay, ich brauche noch Ultimate, Leute. Boah, 650, das knallt schon rein, die Q, die macht ordentlich Damage, ne, aber...
Jetzt werden natürlich die ganzen Mordekaiser-Mains kommen und sagen, hey Tobi, du spielst Mordekaiser auch einfach falsch und dies und das, ne, und dein Hemd ist voll mit Mayonnaise und was sie auch alles bringen werden, aber Leute, ihr müsst der Wahrheit ins Auge blicken. Dieser Champ ist einfach schwierig. Er ist schwieriges Waifu-Material nicht. Er ist einfach, also nicht schwierig im Sinne von schwer zu spielen, sondern schwieriges Konzept. Möchte ich meinen. Ich finde es aber auch. Ich möchte aber trotzdem hervorheben. Ich finde es gut, dass es so ein Konzept gibt, weil dadurch, dass es diesen Champion gibt, ich meine, im Prinzip ist es gut, wenn es in League mehr oder weniger alles einmal gibt. Mindestens. Ne? Dadurch gibt es alles einmal. Ne? Du willst ja nicht 20 Mal Pommes mit Mayo, sondern eine Pommes mit Ketchup, eine Pommes mit Currywurst, vielleicht auch eine Pommes mit Senf und vielleicht verkauft sich die Pommes, vielleicht auch eine Pommes mit Gulasch. Ne? Oder keine Ahnung, mit Hollandaise-Sauce und vielleicht verkauft die sich nicht so gut. Aber es ist halt trotzdem cool. Ja, du hast es im Angebot. Und die wenigen, die es mögen, die mögen es. Jetzt muss man natürlich nur gucken, bei einer Firma wäre das zum Beispiel was anderes. Ne? Wenn du jetzt eine Firma bist und du hast ja Pommes mit Dings, wieder fertig, in Fertigverpackung. Oh! Man nennt es die Brä! Ne, und dann. Ja, da musst du halt gucken, ne? Weil es dich ja was kostet. Mordekaiser kostet Riot ja jetzt nichts, also. Will ich jetzt nicht unbedingt, da will ich traden. Den traden wir. Oh, geil, er will traden. Er hat richtig Bock zu traden. Guckt ihr euch an. Das ist halt dumm. Wir traden, beziehungsweise scalen mit. Alter, er ist ja komplett umgeflogen. Wir scalen einfach mit der Dummheit der Gegner. Ich hatte nicht mal Q, oder? Habe ich hier Q? Keine Ahnung. Guck mal, die kommen. Jetzt kommen sie einer nach anderen an hier. Jetzt kommen sie an, aber ich habe keine Ult mehr. Schade, Marmelade. Ich würde aber. Ah, jetzt ist Duckhaves weg. Ja, RIP. Hier, Duckhaves irgendwo, irgendwer, wann, wo. So, wir haben jetzt bald Rylais fertig, Leute. Wir haben es sogar fertig. Geil. Das Gute an Rylais ist, dadurch, also für alle, die das nicht checken, weil dieser Champion spielt ja niemanden. Ich meine, das weiß jeder, oder? Gibt es jemanden, der nicht weiß, warum man Rylais auf Leandis baut? Auf Leandis, auf Mordekaiser? Weiß jeder, wollte ich nicht erklären. Mache ich aber trotzdem mal. Slow, die Ult hält 10 Sekunden. 10 Sekunden Slow wird der Gegner geslowt und für die 10 Sekunden wird Leandis verdoppelt, weil mehr Slow, wenn der Gegner geslowt ist, macht Leandis doppelt viel Schaden. Ich glaube, es ist nicht mehr doppelt viel, sondern statt 1,5 macht es 2,5. Das ist schon geil. So, das heißt, wenn wir jetzt auf einen Gegner zulaufen, Ultimate und Ignite machen, plus Gunblade, ich glaube, nur Ultimate Ignite würde dem Gegner 50% abziehen. No shit. Ist, glaube ich, wirklich so. Einfach nur Ultimate Ignite, Gegner 50% weg. Können wir gerne ausprobieren. Wenn ich dann noch Gunblade und E mache, ist er wahrscheinlich sogar One-Shot, aber natürlich kann sein, dass der Gegner geheilt wird oder vielleicht zur Fountain läuft, weil es dauert natürlich seine Zeit, ne? Da oben ist der komische Yordle-Kopf, den gönnen wir uns jetzt. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, er geht. Ja, ja. Ja, ja. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Komm her. Ja, okay. Oh ja, maybe ich hab noch ein Gewehr. Ja, okay. Kein Gewehr. Kein Gewehr. Der wahrscheinlich auch irgendwie. Ne? In Amerika machen die das ja ständig so. Deswegen ist es gut, dass ich das hier nicht mache. Oh ja, hier sehe ich mich. Wobei, hier ist das Problem. Wir kommen eventuell nicht an den Gegner ran. Oh ja, wir machen jetzt einfach mal. Komm, Ignite noch, Ignite noch. Gunblade, Ignite, Ignite. Ignite ist auch drauf. So, jetzt gucken wir einfach mal, was so sein Leben sagt. Kann ich den auch noch kaputt machen oder geht es nicht? Wer da unten stirbt, das ist schon mal gut. Ne, wir scalen mit der Dummheit der Gegner. Das ist cool und das ist. Da ist irgendwann Mordekaiser auch. Ja, er schreibt. Ne, da ist Mordekaiser irgendwann nicht mehr lustig. Aber. Ne, das ist einfach dumm. Aber ist okay. Man muss Mordekaiser, aber man muss auch sagen, Dummheit in dem Sinne, man muss Mordekaiser einfach campen. Das haben die Gegner sehr gut versucht. Ich bin natürlich Mordekaiser Main vom Beruf aus, deswegen konnte ich dem Ganzen relativ gut entgegenwirken. Aber auch guten Tag, was bist du denn? Ne? Ich sagte auch Welcome Schmelkem. Das ist schön. War noch eine schöne Runde, muss ich sagen. Man hat so ein paar Dinge gesehen. Wo ist hier, wen habe ich denn hier? Wo ist denn mein Geist? Da oben. Also wir lassen, Leute. Ah, okay, hat er verkackt. Na gut. Das war's. Ich hoffe. Ja, das war das letzte Mal Mordekaiser, Leute. Wir können ja trotzdem mal für diesen Mordekaiser, bitte. Ob ihr ihn jetzt mögt oder nicht. Es ist ja auch egal, ob man jemanden mag oder nicht. Na, wenn der. Wie sagt man? Wenn der Anlass da ist, dann kann man auch dem Genüge tun. Das heißt, jetzt bitte ein F für den alten Mordekaiser in den Chat. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Majowski. Wir sehen uns. Morgen.